Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Darksiders Genesis. Ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich auf die Sessions immer mit Darksiders. Also zumindest Darksiders Gen also generell Darksiders finde ich cool, aber Darksiders Genesis ist schon mega cool, muss ich ehrlich gestehen. Obwohl mir erst jetzt die Tage klar geworden ist, dass das ein Twin-Stick-Shooter ist. Hehe. Ich bin ja kein Fan eigentlich von Twin-Stick-Shootern, aber das ist schon eins der Twin-Stick-Shooter, die ich mag. Seelen oder Münzen, beides hoffe ich. So, wir haben noch die Quest-Seelen, die wir kriegen können. Da wollte ich nochmal gucken, was der so hat. So, also der hat nichts mehr an Kernen. Aber Objekte, Gesundheitssteinfragment des Eroberers, das ist für War, für War. Hier ist eins dann für Strife und für Strife. Nur noch ein paar Seelen. Köstliche, köstliche Seelen. Ich will mal hier oben lang laufen. Ob hier sich was. Okay, das ist cool. Kann ich mit ihm interagieren? 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 Nein. Okay, schade. Aber ist schon cool. Ich möchte gerne noch zu dies oder dis oder wie man sie ausspricht. Ich habe, was ihr braucht. So. Ermöglicht Drive in der Luft am Ende einer Luftkombo oder durch Drücken Y in der Luft. Teufelsferse, Y in der Luft. Würfelsferse. Synergie-Sperrfeuer. Strife bricht aus den Schatten hervor und feuert für 2 Sekunden in alle Richtungen. Volle Synergieanzeige benötigt, um aktivieren. Aha, okay. Ich handle immer gern. Also, ich löse die erstmal ein. Reiter. Dies. Nur das Beste für euch, Jungs. Ja, also ich freue mich immer drauf. Ich habe jetzt vorher 13 das Remake aufgenommen und ich muss sagen, das ist so. Bleibt ein Weilchen. Bleibt ein Weilchen. Wie Deckard Cain. Wie geil ist das? Nee, also ich habe 13 das Remake aufgenommen und ja, das Spiel ist zwar cool, aber das Remake ist nicht gut. So viele Seelen, so Voller wenige Gesundheit des Waren. Schurken. So, wir haben nur noch 500. Dafür kriege ich aber nichts. Passt nicht 600. auf euch auf. Bitte lasst euch Zeit. Nee, also das Remake zu 13 ist Katastrophe. So, Fährmanns Münzen. Hier gibt es noch 3, die wir nicht gefunden haben. Und 2 Aufwertungen. Und eins der Monsterkerne fehlt uns. Also, wie ihr sehen könnt, ich habe nicht weitergespielt. Ich wollte zwar, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Oh, diesmal direkt auf dem Pferd. Mormons Gewölbe ist nicht weit von hier. Man kann es dem Kerl nicht verdenken, seinen Hort mitten im Nirgendwo zu verbergen. Der Dämon ist besessen von materiellem Reichtum. Reichtum ist nur ein Gefängnis. Ach, komm schon. Hättest du nicht auch gerne mal ein Stück vom Kuchen? Uns obliegt die Wahrung des Gleichgewichts. Diese Ehre ist Vergütung genug. Wenn du mich fragst, gucken wir bei der Wahrung des Gleichgewichts meistens in die Röhre. Wir dienen einer gerechten Sache. Arbeiten wir deshalb hinter dem Rücken des Rats mit Samael zusammen? Unsere Situation ist kompliziert. Je eher wir diese Angelegenheiten regeln, desto besser. War, der brave Soldat auf Abwägen. Entspann dich, das könnte dir gefallen. Ich finde auch die Dialoge cool. Da oben ist irgendwas.
Ich hab die doch gerade eben gehört. Ach da. Was sind drei Teufelsnamen? Bam, bam, Mistkerl. Hat er gerade echt mein Herd gekillt? Yay. Also ich laufe erstmal ein bisschen rum, wenn es okay ist. Ein Kern, ein Kern, ein Kern. Wieso kommen da so viele raus? Also ich dachte, das hier wäre der Hauptweg, aber... Haltet die alte Lied vom Hauptrang. Nehmt euer Leben für Fürst Mammon. Dafür zahlt man euch nicht genug. Ja, nicht in die Nähe. Ah, shit, ey. Ich wollte gerade B drücken. Für das Gleichgewicht. Also da gehen wir später hin. Erstmal laufe ich hier rum. Hey.
Geil. Und eine Fährmannsmütze. Und tschüss. Ich laufe noch mal ein bisschen mit Krieg rum. Das war schon alles? Bis ich mal Strives Leben aufgefüllt habe. Kommt er noch was? Nö. Doch. Ist da was? Kannst du da hoch, aber da ist nichts. Ich glaube, hier war der Anfang. Ah, da oben. Noch eine Fährmannsmünze. Und hier ist irgendwas. Irgendein Secret? Secret. Okay, das war cool. Secret. Ach, das war... Oh, mal 3. Das ist cool. Also mal 3 ist geil. Also Krieg steuert sich immer noch wie aus dem ersten Teil, ey. Butterweich. So. Ist hier noch etwas? Nö. So, da sind die Horden, da gehen wir später hin. Ich will hier ja nochmal hin. Da oben ist noch eine Fährmannsmünze. Hier unten ist noch eine. Ah, das war das, wo wir hätten hochspringen können. Okay. Hinter mir. Boah. Also das hinter mir habe ich echt nicht gesehen. Sieht nach einer Abkürzung aus. Wir können den Wächtern am Tor zuvorkommen. Ach, das ist nur eine Abkürzung. Will ich denn eine Abkürzung überhaupt? Ich will keine Abkürzung. Da ist irgendein Schalter. Keine Ahnung, was der macht.
Bam. Ich will da mal reinlaufen. Ist da was? Nee. Gut, da ist irgend so eine Leuchttür. Da ist der Aufzug für Mammon. Da geht's irgendwie hoch. Ey, dem Level gibt's ganz schön viele Fährmannsmünzen. Ah, hier ist eine Tricktür, öffnet mit 3 Schlüsseln. Wie viele Schlüssel habe ich denn? Oh nö. Echt jetzt? Ich habe 2. Also die Viecher habe ich schon immer irgendwie gehasst. Das war knapp. Und ganz schön wenig Seelenkerne gibt es hier. Und jetzt? Was hat mir das gebracht? Gar nichts. Na, da oben ist noch einer. Ist da sonst noch irgendwas? Also das nervt mich jetzt mit diesen 3 Schlüsseln. So, da geht's dahin. Was macht das Ding eigentlich? Ach, das verschließt die Tür. Auf dem Boden ist gar kein Pferdesymbol, dass das Pferd nicht genutzt werden darf oder kann. Logikfehler. Vielleicht, wenn ich von hier lang fahre, finde ich vielleicht irgendeinen Trickschlüssel. Ganz
Besiege weniger als 500, bevor du den Hundemeister in der Horde erledigst. Ach, weniger! Wie soll das denn bitte schön gehen? Oh oh, okay, weg. Ich hätte jetzt alle am liebsten besiegt, ey. Ah, und da ist der andere, okay. Und jetzt? Das habe ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Okay, weg. Diese Hunde, sie sind hungrig. Wild. Man hungert sie absichtlich aus, damit sie kampfbereit sind. Widerlich. Bleibt wachsam. Ihr Meister kann nicht weit sein. Nein! Ich will die Hunde nicht killen. Oh oh. Das ist der nächste. Ach du. Werf doch endlich! Für das Rudel.
Hunde! Oh, Gott sei Dank. Da ist der Hundemeister. Fresst, meine Hunde! Fresst! Wer möchte lernen, sich totzustellen? Haut ihre Knochen! Nein! Ich darf hier die Hunde auch nicht killen. Frischfleisch für die Hunde! Oh ey, wie mies ist das bitte? Ja, scheiße. Ich wollte das grüne Teil da aufsammeln. Ey. Ist die Quest noch offen? Die Quest hier noch offen, wenn ich jetzt versagt habe, wie blöd. Fresst, meine Hunde! Fresst! Wer möchte lernen, sich totzustellen? Meine Hunde! Toben! Hätte ich von vornherein so machen sollen, ey. Ich glaube, ich habe ihn gecheesed. Ey, wie die Zeit vergeht, ey. Ich war so drin gerade, dass ich überhaupt nicht mitgekriegt habe, wie lange ich schon aufnehme. Ja, keine Freude, diese es hat geklappt. Meister jedoch starb viel zu schnell. Es hat geklappt, ey, das ist ja cool. Ist das diese Abgrund? Rüstung? Lerne alle drei Zornfähigkeiten von War. Tobsucht. Hinterlässt einen Pfad der Zerstörung, verringert den Abstand zum Ziel. Kostet eine halbe Zorneinheit. Okay. So, ich würde aber sagen, wir machen hier eine kurze Pause. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Darksiders Genesis. Vielen herzlichen Dank, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!